Ach, was ein wunderschöner... So, viel besser. Meine werten Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu Teardown hier in dieser russischen kleinen Kleinstadt. Guten Tag und dobry день. Meine werten Damen und Herren, wir haben eine weitere neue coole Folge, die ich heute hier wieder für euch vorbereitet habe. Und deswegen werden wir da auch keine Zeit verlieren. Wir haben hier eine kleine Karte ausgesucht. Hier gibt es tatsächlich viele einige Sachen zu entdecken, wie zum Beispiel Dvoyechka. Und da kann man dann dementsprechend einkaufen. Mit Musik, Mann. Yeah. Oh, wow, 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 wow. Aber dafür ist Teardown nicht bekannt. Teardown ist eher dafür bekannt, dass wir unser Samurai-Schwert nehmen können und diesem einen Typen, der genau da oben sitzt, einfach zack, einen kleinen Schnitt verpassen können und damit tatsächlich einen echten Schnitt in den Supermarkt reinmachen können. Und daraus wird aus der Dvoyechka ein eher, naja, heißer Supermarkt. Oh nein, ich habe einen Fehler begangen. Ich habe nicht nur vorne den Supermarkt erwischt mit meiner Kante, sondern ich habe auch mit diesem Schwert tatsächlich gleichzeitig auch das kleine Haus hier noch angezündet. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Wenn wir da jetzt noch ein bisschen reinhauen, dann können wir da tatsächlich auch noch ein bisschen was retten. Ne? Bitte geh aus, bitte. Komm schon, ich brauche die Reichweite. Hier, guck mal, wenn man von weiter weg schießt, hat man einen höheren Streufaktor und dann kriegt man das Ding auch besser gelöscht. Schnell! Lösch dich! Oh Gott, ich glaube, ich krieg dieses Ding. Doch, ich muss es gelöscht bekommen. Ich muss Feuer mit Feuer bekämpfen. Es sieht so aus, als ob ich das nicht gelöscht bekomme. Oh Gott, guck mal, da oben ist sogar noch so eine kleine Drohne. Es gibt auch übrigens eine kleine lustige Sache, wie man das mit einem anderen Laserschwert machen kann, wie mit diesem blauen Laserschwert. Das blaue Laserschwert, das nenne ich immer das hungrige Laserschwert. Und zwar, wenn man nämlich mit dem hungrigen Laserschwert einfach so ein ganzes Auto ganz entspannt einfach mal aufisst, dann ist es irgendwann einfach leer, das Auto, okay? Es hat keine Karosserie mehr und es brennt dann auch eigentlich gar nichts mehr. Das können wir tatsächlich sogar im Notfall jetzt auch löschen. Das heißt also, jetzt haben wir ein Auto komplett ausgezogen, ganz nackig gemacht. Und jetzt, wenn wir da drauf gehen, können wir es leider nicht fahren. Aber eigentlich geht es heute in dieser Folge auch nicht darum, sondern eigentlich wollte ich euch das hier zeigen. Das hier ist eine Waffe, die tatsächlich ganz neu hinzugefügt wurde. Und zwar die Flugzeugwaffe. Damit kann man ein Flugzeug schießen. Man kann ein Flugzeug in ein Haus schießen, was eine absolut, oh mein Gott, verrückte Idee ist. Und ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, ein Flugzeug als Waffe einzubringen. Aber das Flugzeug als Waffe ist tatsächlich so cool, dass man tatsächlich einfach, wow, einfach ein Flugzeug überall hinschießen kann, wohin man möchte. Das heißt also, auch hier nach oben fliegen die Flugzeuge ganz normal, als ob es normale Flugzeuge wären. Wenn man die aber als Waffe verwenden möchte, kann man das natürlich ebenfalls tun. Die ganze Stadt scheint schon ein bisschen zu brennen. Und eigentlich hatte ich vor, was anderes zu machen, denn ich wollte eigentlich eine Stadt aussuchen, die nicht so sehr laggt. Deswegen gehen wir einfach mal in eine andere City. Und statt der Pistole, so wie sie davor war, beziehungsweise so wie die Abschussrampe davor war, nehmen wir lieber die Handgun. Und wir gehen jetzt lieber nach New York Mini, denn New York Mini ist tatsächlich eine sehr gute Replika von der Stadt New York City, wo man tatsächlich coole Sachen machen kann. Denn mit diesen ganzen Schneideutensilien habe ich nämlich eine coole Sache, die ich gerne mit euch mal zusammen machen möchte. Es gibt nämlich tatsächlich neben den Waffen, ach, guck mal, jetzt habe ich übrigens die Plane Weapon. Die ist jetzt nicht mehr so ein Starter-Ding, sondern einfach nur eine Pistole, eine Fingerpistole. Guck mal, das sieht wirklich so aus, als ob wir so in New York sind und in New York fliegen gerade. Oh mein Gott, nein! Das wollte ich nicht. Okay, gut, ich sag gar nichts. Ich habe nur gedacht, dass da so Jetlife, weißt du so, hier fliegen gerade aus New York, fliegen gerade die Flugzeuge nach Europa und überall hin. Wisst ihr, wie ich meine? So, aber das hier habe ich eigentlich nicht gewollt. Naja. Oh mein Gott, dieses Ding hier steht einfach nur noch auf diesem einen einzigen Block da. Das heißt, wenn ich da mit dem Laser hingehe, dann fällt das Ding hier schon um. Und was natürlich traurig ist, wir haben zwar Laser, aber wir haben immer wieder dasselbe Problem. Und zwar, wenn wir so ein Ding hier nehmen, dann haben wir immer einen Querschnitt. Oh mein Gott, das ist einfach so abgefallen. Und da unten gleich gelandet. Ihr seht auf jeden Fall, wir können hier nur so Querschnitte machen. Dadurch fliegen die Teile tatsächlich ab wie so Sushi-Teilchen. Und es sieht sehr cool aus. Und wir können das alles nach da links begeben. Ist aber nicht unser Ziel. Unser Ziel, was wir haben, ist viel lustiger. Und zwar, die Idee hinter dem Gesamten ist eigentlich, dass wir so ein Stückchen Haus hier nehmen, ne? Und wir uns tatsächlich mit einem anderen Tool, was ich jetzt gerade in der Hand habe, etwas Besseres machen. Und zwar ein Omni-Cutter. Mit einem Omni-Cutter sind wir in der Lage, feine Striche zu machen, beziehungsweise feine Schnitte zu machen. Das heißt, wenn wir einen feinen Schnitt von links nach rechts machen, ne, können wir tatsächlich das Haus einfach so kürzen. So, da merkt das niemand. Guck, man kann sozusagen hier einfach so ein bisschen so abnehmen und dann wird das Haus tatsächlich einfach nur kleiner, weil es tatsächlich nicht wirklich viel ändert an der Substanz und an der Bauweise. Das
Deswegen, wenn wir jetzt zum Beispiel hier von links nach rechts gehen, haben wir hier tatsächlich die Möglichkeit, das Haus einfach kurz ein bisschen kleiner zu machen. Und die Idee dahinter ist einfach, dass wir das Gleiche nochmal unten drunter machen. So, ganz easy durchschweißen, die gleiche Geschichte. Und jetzt, was ich gerne schaffen möchte, ist mit meinem Item, was ich mir nochmal dazu geholt habe, und zwar mit dem One Punch Man, mit dem man übrigens einfach Häuser wegschlagen kann, wenn man das richtig macht. Guck mal, wenn man hier runter geht, dann kann man tatsächlich mit diesem One Punch Item, was wir gleich verwenden werden, ne? Komm schon, können wir mal bitte einen Schlag hier machen? Oha, das geht gar nicht. Geht es hier? Oha, das geht gar nicht. Ist einfach kaputt. Man muss dafür, glaube ich, vielleicht sogar an so ein Ding hier rangehen und dann... Oh mein Gott! Oh Gott, das ganze Spiel laggt tatsächlich. Wir sind in der Lage tatsächlich, die Häuser beziehungsweise so kleine Antennen und sowas einfach wegzuschlagen. Ich habe gerade einfach hier die Antenne weggeschlagen oder die hier. Guckt euch das Haus mal an, wie das aussieht. Und jetzt schlagen wir die Antenne weg. Wow, Alter, man muss sagen, dass, oh Gott, das hängt sogar hier noch an den Kabeln dran. Oh, what? Alter, das kommt tatsächlich wieder da dran, oder wie? Guck mal, wenn wir da jetzt den Omni-Laser nehmen, können wir das Ding sogar durchschneiden. Bzzzt. Ah, nee, guck mal, man kann keine Kabel durchschneiden in Teardown. Oh mein Gott, abgefahren. Aber das Ding hier können wir, wow, was? Jetzt ist das Kabel einfach von da hier reingeflogen. Oh mein Gott, das hätte ich niemals gedacht. Ich schlag nochmal drauf. Oh Gott, kriegen wir es noch weiter runter? Ja, Alter, guck mal, wie sich das festgehangen hat. Die zwei Häuser sind einfach wie aneinander gespannt. Warte mal, ich schlag mal das Ding hier noch weiter runter. Au! Au! Ey! Was war das denn gerade? Das Ding habe ich ja einfach gerade wieder zurückgeschlagen. Oh, es ist gerissen. Schade. Also, das heißt also, wir können mit unserem One-Punch-Man-Item tatsächlich die Sachen sehr gut von A nach B einfach bewegen. Ey, hier, hau ab. Alter, das ist so krass. Man kann einfach Gebäude wegschlagen. Das ist so krass. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Aber wenn die Gebäude fest sind, dann geht das nicht immer. So einen Baum wegzuschlagen ist gar nicht das Problem. Aber so andere Sachen wegzuschlagen, die noch nicht ganz, ja, angeschnitten sind, wie zum Beispiel dieses Häuschen hier, das geht noch nicht mit dem One-Punch-Man. Mann, das geht auch nicht, weil es noch zu sehr dran gemacht ist. Alter, das sieht so schlimm aus, wenn man einmal mit diesem Katana dran geht und man diese Häuser dementsprechend ändert. Meine Güte. Wir wechseln mal wieder die Karte. Die nächste Karte, die wir uns jetzt ansehen werden, das ist eine Voxel-Map. Die ist, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst vor der, weil, versteht mich nicht falsch, mein PC ist nicht schlecht oder sowas in der Art, aber das Ding ist, wenn wir jetzt hier gleich ein Haus kaputt machen und diese Häuser sind teilweise von innen komplett möbliert, dann muss mein PC jeden einzelnen Block von diesem Möbeljahr hier sozusagen abchecken. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das hier wirklich der beste Weg ist, um das zu machen, aber wir können vielleicht ein bisschen mehr Spaß mit unserem Omni-Cutter haben, weil wenn wir nämlich unseren Omni-Cutter so verwenden, ne, können wir tatsächlich sogar satisfying einfach solche Sachen in die Welt reinsteigen. Schaut euch das mal an. Wir können einfach hier diese Häuserfassaden, ne, einfach ganz gechillt mit diesem Omni-Cutter einfach ausschneiden. Das heißt, wir können hier sogar einfach, wenn wir Bock haben, einfach so ein Herz reinschneiden. Ta-da-da-da! Wow! Für die, ist das nicht... Oh, guck mal, man kann es sogar mit Rechtsklick mitnehmen. Wow, ein Herz! Oh Gott, nein! Mein Herz ist gebrochen! Auf jeden Fall, wir können hier jegliche Formen und Farben reinschneiden, wie wir das wollen. Zum Beispiel ein Dreieck. Und dann können wir das Dreieck wieder mitnehmen. Und dann können wir Puzzle spielen. Puzzle? Hallo, will hier jemand Puzzle spielen? Ich will ein Dreieck. Oh nein, mein kleiner Dorito. Also wir können auch von oben nach unten übrigens auch so kleine Striche ziehen. Und dann können wir sogar Tic-Tac-Toe spielen. Oder in so ein riesiges Gebäude können wir einfach so eine riesige Schlangenlinie ziehen. Und dann wird es genau so, wie es ist, wird es tatsächlich da reingefressen. Und du kriegst exakt diese Form sozusagen da rausgeschnitten. Sieht das nicht absolut cool aus? Oh Mann, ich habe da gerade eben sehr viel zerschnitten. Aber es sieht aus wie Kunst, oder? Guck mal, hier, dieses Haus hier ist sogar richtig so wie so ein Dreieck aufgebaut. Da könnte ich doch bestimmt als One-Punch-Man dagegen punchen. Oh mein Gott. Alter, was habe ich denn da gerade rausgepuncht? Ich habe da einfach gerade eine Hausfassade rausgepuncht. Wow! Alter, was macht dieser Container hier eigentlich in der Luft? Der muss weg! Alter! What? Diese ganzen Container kann man einfach so weghauen, wie man möchte eigentlich. Los! Haut ab, ihr Container! Oh mein Gott, die sind einfach nach da unten gefallen. Mies! Oh nein, hier ist einfach so ein TNT-Explosion-Ding. Okay, ich tue es. 3, 2, 1, Schlag! Oh! Wow, wow, wow! Wir sind einfach in einer anderen Etage gelandet. Das sah gar nicht mal so gut aus. Okay, ich würde vielleicht nochmal als kleines Geschenk nochmal hier vielleicht ein paar Schnitte in diese Beton-Applikation hier reinmachen. Und man sieht exakt, wie der das schneidet. Das sieht so cool aus, Mann. Ich liebe dieses Item richtig. Oder vielleicht lassen wir nochmal da einfach mal so ein Flugzeug reinfliegen. Oder da! Diese Items sind alle so verrückt. Aber die sind alle neu dazugekommen. Deswegen wollte ich euch die einfach mal zeigen, ne? Und einfach mal sagen, so, ja.
Ja. Es gibt coole neue Items in diesem Spiel, ganz besonders der Omni-Cutter ist tatsächlich eins der besten Items, weil man hier tatsächlich einfach richtig satisfying die Straßen und sowas aufreißen kann. Vielleicht kann man R drücken, ne? Und dann kann man hier schon diese Sachen vorbereiten und dann kann man die fliegen lassen. Oh mein Gott. Okay, warte mal, ich habe eine Idee, was wir machen können. Meine Idee wäre es jetzt eigentlich, dass ich meinen Namen einfach angreifen lasse. Ich möchte meinen Namen angreifen lassen, okay? Ich schreibe jetzt einfach Roman. Oh Gott, jetzt bin ich zu weit nach rechts gefahren. Das hat gar nicht funktioniert. Okay, nochmal neu. Ich zeichne. R und dann O und dann M und dann A und dann N. Ding! Roman! Wow, guck mal, das sieht echt aus wie mein Name. Oh, das ist schon ein bisschen... Guck mal, ich muss da näher dran. Kann ich das R auch nochmal ein bisschen nachzeichnen? So. Okay, es sieht nicht gut aus, aber es ist okay. Roman! Und Angriff! Oh mein Gott, Angriff der Romans! Ah, mein Name greift an! Ist das dumm? Mein Name zerfrisst gerade das Parkhaus. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich muss aufhören. Meine werten Damen und Herren, das Spiel fängt auch schon an zu laggen. Oh, wow. Okay, mein Name frisst sich gerade überall rein. Oh, der PC hört auf. Gut, Leute, das kann mein PC nicht mehr verkraften. Ich glaube, das Spiel stürzt auch gleich ab. Bevor jetzt also auch die Aufnahme noch verloren geht, sage ich jetzt erstmal tschüdelü. Danke fürs Zusehen. Das war Teardown, die neuen Waffen. Ich hoffe, ihr fandet das cool. Ich fand die neuen Waffen wirklich sehr lustig. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und tschüssi, Kowski.